So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Moloch City. Ich hab mir das Ganze mal angeschaut und ich, kleiner Fuchs, ich bin so schlau. Ne, und so, weißt du. Aha. Also immer, wenn er seinen Kopf hochmacht, dann muss man ihn anschießen. Gut, das hätte man mir auch gleich sagen können. Ich dachte, man muss das... scheiße. Ich dachte, man muss das Fadenkreuz auf die Person richten, aber... na gut, es ist ja irgendwie so gesehen auf der Person, aber... Na gut, ja. Irgendwann müssen die Leute auch mal sterben. Aha, scheiße. Das ist ein bisschen tricky, aber okay. Krepier. Ganz ehrlich. Ha, der ist es. Auf einmal und du bist auch weg. 100 Erfahrungspunkte, ja, das ist nett. Mr. Dynamite, sind sie? Ja. Und diese Gangster, sind sie... Sie sind es. Alle beide. Und gleich würden sie mich fragen, was sie mich alle fragen. Doch in dieser lausigen Stadt konnte es darauf nur eine Antwort geben. Vergessen Sie es, Lady. Ich werde Sie nicht küssen. Geben Sie Ihrer Enttäuschung den Ausdruck, den Sie wünschen. Es ändert doch nichts. Mr. Dynamite, ich habe Sie engagiert, meinen Mann zu überprüfen und nicht, um an seine Stelle zu treten. Ich kenne Ihre Gebühr. $50 plus Spesen. Nehmen Sie Ihr Geld und machen Sie einfach einen Job. Setzen Sie sich auf Radcliffs Spuren und erstatten Sie mir Berichte. Guten Tag, Mr. Dynamite. Natürlich war sie verärgert, aber ich musste sie zurückweisen. Selbst wenn sie sich vor mir auf die Knie geworfen hätte, ich bin zu abgeklärt für kleine Romanzen-Klienten. Radcliffe van Wertley. Das zählte. Er war der Fall. Ihn musste ich im Auge behalten. Hätte er eine heimliche Affäre? Nichts Ungewöhnliches in der Stadt der grauen Herzen. Und wer war wer waren die Typen vom Flur? Vielleicht hatten sie etwas bei sich, das mir nun nützen könnte. Nun mehr nützen könnte als sie. Oder so. Lesen müsste man schon können. Whisky. Ja, damit kann er ja. Und ein Magazin. Vielleicht einen Zettel, den will ich irgendwie aufheben, aber irgendwie will ich ihn noch nicht aufheben. Und dann gehen wir mal raus, ne? Was soll schon passieren? Mr. Green. Ich hab's Ihnen gesagt, Dynamite. Keine Schießerei im Treppenhaus. Sie kennen die Konsequenzen. Mieterhöhung. Und ab. Super. Da stand er. Er war mein detektivisches Gefährt. Er war schnell. Er war blau. Mit meinem Wagen konnte ich Moloch City durcheilen. Immer dort zur Stelle sein, wo man den härtesten Detektiv der härtesten Stadt auch erwarten durfte. Wer bist du? Mein Hund ist weg und irgendwann irgendwo dieser mitleidlosen Stadt mehr. 50 Scheine plus Spesen, darunter läuft bei mir nichts Kleines. Sind wir im Geschäft? Ich akzeptiere Ihr Nein, Mist. Okay, das Spiel ist geil, also wie ist das? Passant, kümmert sich um Ihre Angelegenheiten. Mischen Sie sich hier nicht ein. Können Sie es nicht wie jeder andere in dieser kalten Stadt halten und sich einfach einen Dreck um die Leute um einen herum scheren? Was erlauben Sie sich überhaupt? Denken Sie! Es passiert jeden Tag. Moloch City griff nach einem jenen, quetschte und drückte jede Spur von Ausgelassenheit aus ihm heraus. Man brauchte einen Panzer. Doch manchmal bekam der Panzer einen Riss. Dann entwich der Druck und es konnte verdammt eklig werden. Ich habe von Typen wie Ihnen die Schnauze voll. Wissen Sie, was Sie mich können? Das Spiel ist geil. Timmy, Mr. Dynamite, Mr. Dynamite. Machen Sie mir wieder den Hydranten auf. Okay. Danke. Tut mir leid, aber das Spiel ist einfach so absurd geil. Kann man sich auch Autos knacken nehmen, oder nicht? Okay, dann gehen wir mal ins Restaurant. Feines Junk, ne? Hatten Sie jemals Gewissensbisse, weil Sie mit mir und den Bossen zugleich Geschäfte machen? Sir, vergessen Sie es. Guten Tag, Sir. Kaufen. Ja, was kann man denn kaufen? Magazin. Fliegen, das ist ein störendes Gesammel. Schraubendreher. Vom türkischen Volksmund auf Zieher geheißen. Geheißen? Hammer verhilft zum Wuchtschlag gegen Rinden.
okay, also wir haben $50, aber irgendwie brauchen wir ja davon nichts. Ich möchte zurück, was kann man verkaufen? Zigarette und Magazin? Ich hoffe, man hat 5 Lebensmittel. Nö. Nichts Ende, nö. Denken Sie da uns nur gelegentlich erweitere ich mein Angebot. Okay, dann müssen wir wohl später noch zurückkommen. Wie sieht's denn im Bens Biergeschäft aus? Weg, alter Junge! Komm, du kriegst einen aufs Haus! Weiß nicht, vielleicht solltest du... Oh, da liegt eine Rolle. Vielen Dank für deine Hilfe! Ich hab jetzt hoffentlich nur eine Ruhe! Fehlergröße vom Boss! Bastard! Der Boss hat ein Querschläger! Ey, das ist so simpel, aber trotzdem so geil. Liegt dein Baseballschläger immer noch griffbereit hinter der Theke, Ben? Ich bin auf etwas ganz Besonderes umgestiegen, Brick. Ja, ich sehe es. Ein Revolver. Ben, du harter irischer Hund. Lass dich einfach nicht weich kriegen. Ein echter Ire. Kusch doch nicht vor der öligen Schmalzlocken. Brick, du bist doch kein Italiener, oder? Wir haben nie darüber gesprochen und ich wollte dich ganz gewiss nicht. Ne. Mein Vater kommt das Dreschen, gell? Okay. Lass uns nie wieder darüber reden, Brick. Nie wieder. Nimm einen Schluck, der geht aufs Haus. Okay, danke. Whisky. Du siehst etwas besoffen aus. Was denn? Weiß ich nicht. Und was hast du zu sagen? Die einzige Kneipe in der Stadt, die kein gepanschtes Macaroni-Bier ausschenkt. Darauf Prost! Okay, du spielst halt ein Klavier, zeig mal. Spiel's noch einmal, Sam. Ich weiß nicht, was die meinen, Brick. Spiel's noch einmal, Sam. Um der alten Zeiten willen. Okay. Das Spiel ist geil. Bei der Balletttänzerin. Der mit Obst beworfen wird. Halt! Hör auf! Alles in Ordnung, Brick? Nur die alte Narbe, Sam. Nur die alte Narbe. Okay. Schnell raus, bevor noch irgendwas passiert. Wie geht's dir eigentlich? Danke. Ja, okay, dir geht's offenbar sehr gut. Was gibt's in einer anderen Richtung? Hier gibt's nur die zwei Leichen. Noch was zu erkunden. Stimme. Hat man nicht bei hier seine Ruhe? Verschwinde! Nein. Okay, passiert nichts weiter. Hätte sein können, dass der explodiert. Moller City in seiner ganzen Pracht. Sie dachten, sie könnten Ben in dieser Gasse ungestört erledigen. Sie hatten weder mit mir noch mit meiner Pinkelpause gerechnet. Ja, ein Glück, ne? Stimme. Sinnlos. Es ist so sinnlos. Mann auf dem Dach. Du verdammte Stadt. Du dreimal verfluchte Stadt. Warum tust du mir das an? Warum? Plopp. Der nächste Arsch. Alerta, was? Oh, $20. Ein gutes hat die verdammte Stadt zumindest. Das Geld liegt auf der Straße. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Mal sehen, was im Hotel los ist. Oh. Hey, hier hast du nichts zu suchen. Bob passt auf sein Reich auf. Da duldet niemand. Oh nein, niemand. Halt die Klappe dann. Okay. Hast du... Ich glaube, mit dir kann man nicht interagieren, oder? Doch. Oh, na, ein Zimmerverein. Und nach bin ich das Traumschiff der Flöhe? Danke, nein. Dann ist das Gespräch auch schon beendet. Okay, da wollte uns mal ein Zimmer andrehen. Was ist du zu meinen? Na, Brick, bist du wieder auf der Jagd, hä? Klar bist du das, Brick. Knall sie alle ab. Ton liebt dein Style. Stil, whatever. Steht da irgendwas? Lieber Lisa, mein Name ist Cindy und ich vermisse meine Katze so sehr. Sie hat weiße Streifen am linken Fuß und ein Twinkle. Bitte hilf mir, sie zu finden. Die Scheine für diese Anzeige hast du verschwendet, Kleine. Twinkle ist überfahren, ausgeraubt und gefressen. Wenn er Pech hat, in einer unangenehmen Reihenfolge. Okay.
Nächste haben ja kein Zimmer, hat er dort nichts verloren. Das hatte ich nie in den Himmelreich auffahren. Unser Bob ist ein bisschen wählerisch, was seine Gesellschaft angeht. Nicht Bob. Hey, deine Ecke, Bibel, lass die Leute mit deinen Geschichten in Ruhe. Ist halt wieder richtig aufgelegt, Bibel. Okay. Zartloses, kicherndes Ding, warum kann er keine Ruhe geben? Ja, weiß ich nicht. Aber ihr scheint euch wirklich zu mögen und das lag da vorher noch nicht. Das nimmt mich echt mit. Ja, das. Ich traue mich gar nicht über die Straße zu gehen. Ich dachte es mir. Ich hab's mir gedacht. Aber das kann ich mir denken, so eine. Okay, nein, man kann nicht über die Straße. Hätte ja sein können. Gut, dann steigen wir mal in unser Flitzer. Oh. So, große Stadt. Gut, dann flitzen wir mal hier hin. Weiß zwar nicht warum, aber man kann ja mal hinflitzen. Oh, da ist eine Katze. Vielleicht überfährt mich irgendwas. Nee? Anwesen von Fun Worldly. Vorsicht, bissiger Hund. Ich bin zu knochenhart, um davon erschreckt zu werden. Das Schild hängt nicht mehr sehr fest. Mit dem richtigen Werkzeug könnte es abgeschraubt werden. Hinweis, Big Dynamite kann sich mit nützlichen Dingen behelfen. Dazu muss er sie allerdings in der Hand halten. Menü, Ausrüstung, Zubehör. Was ist Menü? Bitch, please, Menü. Das war Windows.